So, und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute schauen wir uns ein weiteres Produkt an und wir schauen nochmal hier in die Galerie rein. Und ich habe ja ganz, ganz viele neue Produkte jetzt auch hier mit einsortiert. Wir haben Dodo Juice mit dabei, auch hier Meguiar's haben wir ganz, ganz tolle Sachen. Auch das Liquid Wax werden wir uns nochmal anschauen. Also alle Marken, alle Hersteller, alles, was es gibt. Und heute gehen wir mal hier ganz rüber. Nochmal in die kleine Ecke hier zu den besonderen Sachen. Wir gucken uns mal von Infinity Wax das Express Sealant an. Ich habe hier ein wunderbares Fahrzeug dafür vorbereitet, ist sogar passend in Wagenfarbe zum Produkt und deswegen starten wir mal mit dem Test zum Express Sealant von Infinity Wax. Das wollte ich mir ja gemeinsam mal mit euch anschauen, weil ich finde, das hat eine sehr hohe Ähnlichkeit optisch auch hier zum Turbo 6. Vielleicht kann man es auch miteinander kombinieren. Wir schauen uns mal an, was das Produkt kann, wie kann man es auch auf verschiedene Arten anwenden. Es wird sehr spannend, los geht's. So, und jetzt noch mal ein paar kurze Infos hier zum Express Sealant. Also was ich besonders spannend fand, neben den Infos, die jetzt links in der Infotafel sind, und zwar ist das die Anwendbarkeit. Also ihr könnt das auf Deutsch gesagt einfach als Nassversiegelung nutzen. Ihr könnt es aber auch ganz normal als Sprühversiegelung nutzen. Und das fand ich besonders spannend. Besonders hier die Art einfach aufsprühen auf den trockenen Lack und dann mit dem Tuch auspolieren. Genauso auch auf den nassen Lack aufsprühen und mit dem Tuch sozusagen als Trockenhilfe nutzen. Aber ihr könnt es auch auf den nassen gewaschenen Lack aufsprühen und dann mit dem Hochdruckreiniger abstrahlen und das sozusagen als Nassversiegelung nutzen. Und das machen wir auch nochmal. Das heißt, heute mal hier auf trockenem Lack als reine Sprühversiegelung und später nochmal als Nassversiegelung. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, das einfach mal auf dem Vergleich zu sehen, wie sich das da schlägt. Weil wenn es gut als Nassversiegelung arbeitet, müssen wir es auf jeden Fall nochmal in einen Nassversiegelungsvergleich mit reinnehmen. Also da sehen wir das Produkt auf jeden Fall nochmal wieder, wenn es uns auf jeden Fall alle auch überzeugt. Wichtig ist natürlich, Produkt nicht antrocknen lassen, nicht in einer kochend heißen Sonne anwenden, dass der Lack hier schon 70 Grad hat und das brutzelt schon das Versiegelungsprodukt. Das ist natürlich unsinnig, macht man mit keinem Produkt generell. Und ansonsten ist die Anwendung ziemlich easy. Gehen wir mal hier aufs Fahrzeug drauf und schauen uns das mal in Ruhe an. Also von der Farbe her passt heute eigentlich alles echt gut zusammen. Ich treffe zwar nicht 100% in den Ton, aber wir haben gelben Fahrzeuglack, wir haben gelbes Express Sealant, wir haben gelbes Klebeband und ein gelbes Tuch. Also für alle Gelbfreunde, heute ist euer Tag. Vorne auf der Motorhaube, Auto von meinem Vater, hat er mal mitgebracht und hat gesagt, Sebastian, hast du mal irgendwas mal schnell aufs Auto rauflegen können? Und ich dachte mir so, nehmen wir gleich das Infinity Wax einfach dafür, perfekt. Und wir haben das gleich auch in einem Langzeittest. Und vor allen Dingen bei einem Fahrzeug, was in der Familie ist, was ich auch teilweise jeden Tag auch über WhatsApp einfach mal anschauen kann, um den aktuellen Stand zu checken. Und das passt natürlich sehr gut. Wir machen 50-50, Klebeband mit dabei, deswegen hier alles soweit vorbereitet. Und ja, ihr könnt ja mal eure Erfahrungen unten zum Express Sealant in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr das auch schon mal ausgetestet. Und da bin ich echt auf euer Feedback gespannt. Habt ihr das schon mal als Nassversiegelung genutzt, als normale Sprühversiegelung? Da bin ich echt auf euer Feedback gespannt und freue mich da über eure Rückmeldung. Wir machen natürlich hier wunderbar den ersten Test auf der Motorhaube und nutzen das Ganze mal hier in dem Bereich. So, als erstes, habe mich da ein bisschen angesteckt, Andreas auch, der Dufttest. Hat eine leichte, frische Note, nichts Fruchtiges. Cool wäre gewesen, wenn das jetzt hier nach Orange oder Zitrone riechen würde. Es ist ein ganz leichter, dezenter, frischer Duft, aber es ist nichts Fruchtiges, wie ich finde. Das hätte ich echt cool gefunden, wenn das hier richtig schön nach Orange oder so geduftet hätte. Vielleicht für Infinity Wax hier für das nächste Produkt-Update so ein kleiner Pluspunkt noch. Ist aber okay, riecht nicht unangenehm, riecht nicht irgendwie nach Lösemittel oder irgendwas, überhaupt nicht unangenehm. Einfach so ein leichter, frischer Duft. Völlig neutral an der Stelle. Gehen wir mal hier drauf. Ich trage sie drüben auf. Ihr sollt das so ein bisschen auf die Oberfläche aufsprühen. Vorrangig könnt ihr es natürlich auch als Nassversiegelung nutzen. Ich nehme es aber als normale Sprühversiegelung und sprühe es einfach mal hier ein bisschen was auf. Und was mir sofort auffällt, ihr habt jetzt gesehen, ich habe echt zwei, dreimal mehr gesprüht. Es vernebelt unheimlich gut. Also das gefällt mir super. Ihr könnt auch ruhig bei anderen Produkten wäre jetzt hier schon die ganze Motorhaube voll Produkt, aber es vernebelt so fein durch den Sprühkopf. Ihr könnt wirklich das wunderbar verteilen. Erster Pluspunkt, wie ich finde. Sehr, sehr cool. Jetzt mein Tipp. Nehmt euch ein Tuch, einmal falten und verteilt das jetzt hier so auf der Oberfläche, dass ihr einen schönen, gleichmäßigen Film bekommt. Und dann lasst es noch so eine halbe Minute ein bisschen auf dem Lack ein bisschen antrocknen. Und dann poliert das aus. Und dann funktioniert das sehr, sehr schön, weil wie schon erwähnt, ihr könnt es auch als Nassversiegelung nutzen. Auch da so 15 bis 30 Sekunden auf der nassen Oberfläche drauf lassen und dann abstrahlen. Aber das schauen wir uns in einem anderen Video an. Hier lassen wir es erstmal so ein bisschen ablüften, beziehungsweise so ein bisschen auch am Lack anhaften. Und das geht sehr, sehr schön. Schliert auch nicht, macht einen schönen, gleichmäßigen Film. Und jetzt
gehen wir auf eine neue Tuchseite. Ja, Lacklette kommt auch mit, finde ich super. Einmal den groben Überschuss runternehmen. Und wir geben dem Produkt dann noch so 5 bis 10 Minuten Ablüftzeit. So, jetzt haben wir den groben Überschuss runter und jetzt immer dran denken, ja, auch ich muss da nochmal checken, nehmt euch eine frische Tuchseite, hier, so. Und dann ganz entspannt hier drüber gleiten lassen. So, perfekt. Sieht sehr, sehr schön aus. Lassen wir noch kurz ein bisschen ablüften und ein bisschen anhaften und aushärten und dann machen wir hier den 50-50-Vergleich. Hier auf der Seite ist nichts drauf. Wenn wir dann schön sehen hier am Klebeband, sollte gut funktionieren. Bis gleich. Wir ziehen mal das Klebeband ab. Optisch ist schon mal kein Unterschied. Also das Fahrzeug ist natürlich auch so in einem relativ guten, gepflegten Zustand. Auch wird regelmäßig nochmal mit Finish-Politur kontrolliert. Und natürlich gewaschen auch per Hand und deswegen ist halt ein Auto, was in der Familie ist bei uns und das fährt natürlich nicht in die Waschanlage. Trotzdem können wir jetzt mal schauen, jetzt hier das Abhärverhalten. Ich kann es leider jetzt heute in dem Video nicht mit Hochdruckreiniger testen. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal drüben in der Waschhalle wieder, wenn wir das Ganze als Nassversiegelung nutzen. Das wird auch sehr, sehr spannend. Also heute erstmal hier nur mit dem Drucksprüher, mit so einem ganz einfachen Drucksprüher. Soll das gut funktionieren. Sprühen wir mal ein bisschen was drauf. Also ihr seht auch hier ein vernünftiges Fahrzeug. Perlt auch so schon ab, aber ihr seht, ganz klar, bleibt natürlich hier ein dicker Wasserteppich. Trotzdem gibt es Schlimmeres, ne, für ein komplett unversiegeltes Fahrzeug. Gehen wir mal hier rüber jetzt. Oh doch, das sieht doch schon ein Tick besser aus, oder? Oh doch, ja, jetzt sieht man es richtig schön. Schön zu sehen. Auch anhand der, ja doch, also hier. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, hier oben. Doch, hier kann man schön die Grenze sehen. Und daneben geht es sofort los. Und hier haben wir das sozusagen nackig hier an Lack. Und da, zack. Das sieht gut aus. Hat so ein paar leichte, aber wirklich nur ganz leichte Tröpfchen, die hier zurückbleiben. Hier unten wird es da, hier unten haften so ein paar. Aber also Leute, ich finde es völlig okay. Nur für so eine ganz schnelle Versiegelungsaktion hat das echt gut geklappt. So, dann sprühen wir nochmal hier drüben ein bisschen was drauf. Seht auch hier, der Streifen ist relativ lang, der sich runterzieht, aber ich finde, es geht auf jeden Fall in Ordnung. Auch hier nochmal. Wasser braucht so ein bisschen, bis es dann nach unten läuft. Ihr seht, das sind sehr, sehr relativ große Tropfen hier. Aber zur Verteidigung vom Express Sealing muss ich sagen, die Motorhaube oben ist sehr, sehr flach und horizontal gelagert. Und sobald hier dieser kleine Schwung reinkommt, hier, zack, dann geht's los, ab der Hälfte ungefähr, geht's dann richtig los. Also hier, ich finde, das geht völlig in Ordnung. Gegenüber hier drüben zum Beispiel, was auch vernünftig ist, Leute. Ne? Also pflegt euer Lack gut, dann klappt das auch schon. Aber das ist, denke ich mal, ein deutlicher Unterschied. Spätestens jetzt, wenn wir mal hier uns das Sheeting anschauen, ich glaube, da wird es dann schon deutlich. Erstmal hier drüben und hier, ja, also können wir einen kleinen Test machen, so hier, zack, schön sieht man die Grenze. Also das funktioniert und es profitiert sogar richtig schön, also doch, wunderbar, es profitiert, denke ich mal, auch von dieser direkten Auftragevariante, von diesem doch größeren Produkteinsatz, weil ich habe mir auch schon ein paar Videos angeguckt, wo man das als Nassversiegelung genutzt hat und ich fand, was ich so an den amerikanischen Videos gesehen hatte, das war vielleicht auch UK, war das nicht so extrem gut. Da bin ich echt gespannt, wie sich das in den anderen Videos so schlägt. Also bis hierher erstmal als schnelle Sprühversiegelung, so zum schnell drauflegen, finde ich, geht das absolut in Ordnung. Tröpfchen könnten einen Tick eher losmachen, aber wenn sie dann einmal sich hier oben auf den Weg machen, dann geht's los. Und Ablaufbahnen, ja, hier sind drei zurückgeblieben. Also ich find's völlig okay. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare rein. Was sagt ihr hier zum Express Sealant? Und in dem nächsten Video schauen wir uns das dann auch nochmal als Nassversiegelung an. Und das Coole ist, jetzt gucken wir mal auf die Rückseite der Flasche, da steht noch mehr drauf. Denn hier hinten stehen echt ein paar coole Sachen drauf. Zum Beispiel, ich blende es euch nochmal richtig schön ein, damit ihr das auch nochmal groß mitlesen könnt. Also ihr könnt das einmal nutzen in einer normalen Triggerflasche. Also hier
einfach eine Originalflasche. Dann habt ihr hier noch mal Pumpsprüher drauf, geht genauso. Oder auch Snowfoam-Style-Lenses. Das heißt, ihr könnt das auch mit dem Snowfoam zusammen oder vielleicht auch Standalone, das müssen wir einfach mal ausprobieren. Ich muss mich da auch nochmal genauestens informieren. Das ist ja sehr, sehr flexibel einsetzbar. Also das habe ich bisher bei keinem Produkt so explizit gelesen. Weiter unten könnt ihr das auch nochmal lesen. Also hier direkt nach dem Reinigen aufsprühen auf die trockene oder nasse Oberfläche. Gebt dem Produkt eine Minute, um hier am Lack anzuhaften und dann mit dem Hochdruckreiniger, hier steht es auch nochmal drauf, with high pressure jet wash, also sehr, sehr flexibel in der Anwendung. Alternativ können wir das auch mit einem Mikrofaser-Trockentuch oder mit einem Mikrofasertuch wie auspolieren oder runternehmen. Also es ist ultra flexibel einsetzbar. Wir müssen viele verschiedene Varianten mal austesten und am Ende können wir auch für uns entscheiden, was ist die beste Variante für uns alle oder vielleicht auch für dich jetzt hier vor der Kamera, welche Variante ist für dich am besten geeignet. Da bin ich echt gespannt, was sich hier so alles noch an Infos verbirgt. Schauen wir uns auf jeden Fall an, weil es klingt echt spannend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Austesten. Jetzt natürlich noch so eine Sache, ihr wollt auch, dass ich damit drauf eingehe, ganz klar, preislich. Ist ja, typisch InfinityWax, ist es nicht die allergünstigste Marke. Und beim Preis ist immer so eine Sache, der eine sagt, Preis muss bei mir ultrativ sein, ich habe einfach nicht so ein Budget. Der nächste sagt, das ist für mich ein Hobby. Ich kann da auch mal 10 Euro mehr ausgeben oder 5 Euro mehr ausgeben. Ich teste auch gerne neue Produkte aus. Und wenn die halt bei 5 Euro mehr kosten auf den Liter, ist das auch nicht schlimm. Hier seid ihr halt schon bei einem vernünftigen Literpreis von über 30 Euro pro Liter. Also ich seid irgendwie bei 16, 17 Euro für diese 500 ml Flasche. Und deswegen ist es nicht das günstigste Produkt auf dem Markt, ganz klar. Deswegen, wie immer, ihr müsst entscheiden, ob es euch das wert ist, ob ihr es ausprobieren wollt, ob ihr die Marke mal austesten wollt, ob ihr das Produkt testen wollt. Und da überlasse ich euch komplett natürlich die Entscheidung, weil jeder steht zu einem Preis auch anders gegenüber. Und deswegen nehme ich das nicht so extrem wertend mehr rein, weil da entscheidet jeder so ein bisschen für sich selbst, was es einem wert ist. Testen wir gemeinsam weiter, wird sehr spannend und ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.